Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Heute ist es wieder soweit, die Auswertung von Artwork Event findet statt. Ja, was noch wichtig dazu ist, ist halt ganz einfach, dass wir mittlerweile ein neues Artwork Event haben, und zwar Themen Artwork, wo ihr quasi jetzt zum Beispiel diesen Monat halt was reinposten könnt, ein schwarz-weiß Bild. Zeichnen könnt. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung. Wo ihr dann halt quasi ein Schwarz-Weiß-Bild reinzeichnen könnt, also reinposten könnt. Ist sehr interessant. Ich bin ganz ehrlich, ist eine gute Sache. Falls ihr Interesse habt mitzumachen. Das wird halt jeden Monat ausgewertet und dann fängt das quasi von neu an mit ein neues Thema. Falls ihr da Bock drauf habt, in der Videobeschreibung findet ihr den Discord-Link. Auch natürlich bei dem normalen Artwork könnt ihr auch gerne mitmachen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, wir fangen direkt an. Und zwar mit Misa. Also das Bild ist auf jeden Fall schon mal schön schlicht gehalten. Die Farben sind halt gut kombiniert, ne? Sieht man halt hier. Es ist halt alles, also was uns halt aufgefallen ist, dass mal diesmal alles schlicht gehalten worden ist, was die Farben angeht. Nicht so wie in Animes normalerweise. Finden wir auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass ihr da mal wirklich dann geguckt habt. Ja, okay, perfekt. Finde ich echt mega nice. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Man sieht halt, das ist halt so eine Zwischendurchzeichnung gewesen. 16% Akku nur noch gehabt. Ja, auch nicht schlecht. Ja, gefällt mir aber trotzdem. Mega nice gemacht. Dann kommen wir zu Missy. Es ist auf jeden Fall richtig cool gemacht mit dem Pop-Design, also das gefällt mir halt. Ich denke mal hier, das kann man rausziehen und reinschieben. Echt mega nice, dass sich hier was bewegt. Ja. Das ist auf jeden Fall mega geworden. Ist halt von Dragon Quest, so wie ich das sehe. Ist, ja. Farbenkombination einfach schlicht gehalten, wie bei dem vorherigen Bild auch. Und neutral gehalten. Auch gut auf die Schattierungen geachtet, das ist echt mega nice, also gefällt mir auf jeden Fall sehr. Klein, aber fein würde ich dazu ganz einfach sagen. Auch die Idee mit der Story hier, so mit dem Help und so, das ist schon mega. Auf jeden Fall top. Top, top, einfach top. Ja, dann gehen wir runter zu Fuxi. Ja, Fuxi, die Farben sind wieder mal sehr, sehr gut kombiniert. Gefällt mir sehr gut. Vor allem das mit dem Planeten sieht sehr schön aus. Und sehr detailliert. Und die Schattierung ist halt gut gemacht. Echt mega nice. Gefällt mir. Ich hoffe, das ist ein No-Copyright-Lied. Sonst habe ich ein Problem. Ja, ein Porträt wieder von Ich bin's Stein. Von denen haben wir ja bis jetzt nur gute Sachen gesehen, so an sich. Also, er hat halt wirklich immer gute Ideen. Also was mir daran auf jeden Fall zu 100% gefällt, ist, dass das ein Mittelalterstil ist. Für mich sieht das aus wie ein Mittelalterstil mit dem Kleid. Was, also der Hintergrund ist sehr, sehr viel... Ja, Spielraum, ne? Also da könnte man zum Beispiel meinen, die steht vor einem Spiegel, der zerbrochen ist, oder beziehungsweise hinter einem Spiegel. Und ja, ist halt mega, ne? Oder das so Glassplitter, ne? Ist halt sehr, sehr viel Spielraum drin.
was man sich dabei denken kann mit dem Hintergrund. Ist aber auf jeden Fall auch sehr, sehr nice geworden. Auch die Schattierungen, Details sind beeindruckend getroffen. Vor allem bei den Haaren, ne? Das sieht ja, boah, schon echt Hammer. Das ist echt, echt mega schön geworden. Ja, Entschuldigung, ich muss mir ganz kurz was durchlesen, nebenbei zu den Stichpunkten, die ich mir gemacht habe. Beziehungsweise die ich mir gemacht habe, genau. Entschuldigung an der Stelle, ich bin heute komplett lost. Habe ich heute schon mal erwähnt, aber naja. Da auf jeden Fall erstmal wieder Grüße gehen raus an IceKicks. Gott sei Dank warst du diese Woche dabei, Gott sei Dank. Naja, auf jeden Fall mega nice geworden, gefällt mir. Jetzt komme ich zu meinem absoluten Favorit. Ich habe es als Kind geliebt, ich habe es als Kind geguckt, ich habe als Kind gefeiert. Ne? Das sind so Serien, die sind leider heutzutage ausgestorben. Kalimali. Ja, da würden halt Kindheitserinnerungen wach. Ne? Ist halt generell, würden wahrscheinlich viele fühlen, die Sandmännchen kennen. Ne? Ist eine sehr, sehr gut gelungene Zeichnung. Das mit dem Sand halt, das hier rumfliegt, ist sehr, sehr schön gemacht worden. Gefällt mir auf jeden Fall. Bei den Händen zum Beispiel waren wir uns ein bisschen unsicher, ob das wirklich so funzt, aber also ob das wirklich so passt. Nachdem wir einen Vergleich halt gesehen hatten, passte doch alles. Augen sind gut getroffen, Schattierungen auch super. Mega nice, Top-Leistung. Echt eine Top-Leistung. Sava. Also direkt mal vorab, Drachen sind meine absolute Favoriten-Fabelwesen. Ist halt einfach so, ich liebe Drachen. Man erkennt halt zum Beispiel, dass ein weiblicher Drache ist an den Augen. Also erkennt man schön, das ist echt mega nice. Die Kopfform ist gut getroffen. Farbkombination gut getroffen. Und ja, der Hintergrund sieht auch sehr gut aus. Also gefällt mir am besten an dem Bild halt jetzt so, weil ich stehe auf sowas so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Galaxy, sage ich mal, jetzt da ganz einfach dazu. Das Verwaschene hätte man eventuell weglassen können. Zum Beispiel ist mir das hier aber bei dem Flügel aufgefallen, das sieht ein bisschen verwaschen aus. Das hätte man auf jeden Fall besser machen können, ganz auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen beim nächsten Bild. Dass es da halt auf jeden Fall besser aussieht. Und das hier gefällt mir persönlich auch nicht so mit der Dingens hier vorne. Was das sein soll, ich denke mal, das soll so eine Mauer sein, so ein Mauerstück oder so eine, ja, so ein Mauerstück. Und, ja, das hätte man anders machen können. Aber ansonsten echt eine Top-Zeichnung, gefällt mir mega. Ja, jetzt zu Abo, ich hatte dich ja letztes Mal drum gebeten, dass du quasi ein Foto davon machen sollst. Falls ihr das natürlich mal im 3D sehen wollt, klickt ihr hier einfach auf diesen Link hier unten, der hier beisteht. Dann könnt ihr das drehen, wenden, wie ihr gerade wollt. So, jetzt zu dir, Abo. Also es ist auf jeden Fall schon mal erstmal richtig Hut ab für diesen Tempel. Echt mega krasse Leistung. Hast auch wirklich auf jede Details geachtet hier so bei dem Tempel. Das ist auch richtig, richtig gut. Gefällt mir. Hast du auf jeden Fall echt super umgesetzt. Die blauen Adern sind halt ein bisschen zu stark ausgeprägt, finde ich persönlich. Aber kann auch von zum Beispiel Fantasy sein, so mäßig in Richtung Fantasy. Aber ansonsten... Äh,
Die Frage ist, ob das eine mystische Welt ist, ist halt die Frage, wegen halt diesem Blau-Dingens hier bei den Adern. Aber auch das sieht auch mega, mega gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich würde mir auf jeden Fall auch nochmal persönlich privat das 3D, also das 3D-Dingens hier angucken. Kann ich euch allen nur empfehlen, schaut es euch gerne mal an. Ist auf jeden Fall eine Top, also Top 3D-Bild. Also wirklich ein Top 3D-Bild. Ja, jetzt zu Jackie. Man erkennt zum Beispiel ihren eigenen Stil sehr gut. Und wiedererkennungswert. Was mir halt auffällt bei ihr ist halt, dass sie in fast jedem Bild dieses Peace-Zeichen macht. Das gefällt mir mega. Das ist echt top, Jackie. Echt eine mega tolle Leistung. Und halt auch, dass generell dieser Zeichenstil ist, ist halt dein Zeichenstil und gefällt mir auch mega, was du da immer machst. Auch der Hintergrund ist sehr schön gehalten mit den Blumen. Also hier fällt mir wirklich nichts ein, was man da verbessern könnte. Bin ich ganz ehrlich. Hut ab. Echt gut gemacht. Jin. Ja. Du achtest echt sehr krass auf Details, ist mir schon aufgefallen. Zum Beispiel hier die Schweißtropfen, ne? Ist echt mega nice. Deine Schattierungen sehen immer gut aus. Außer die Reflexion im Auge, die stört, also die stört mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Hier so diese Kreise, die stören mich ein bisschen. Aber auf jeden Fall wieder gut getroffen, mega nice. Was mir halt nur aufgefallen ist, hier das. Was das hier sein soll, das kann ich mir bis jetzt immer noch nicht erklären, was das sein soll. Kannst du uns ja eventuell mal erklären oder schreiben dazu was? Würden wir uns auf jeden Fall mega freuen drüber, weil wir können uns das nicht erklären. Entweder denken wir, da war vorher eine andere Zeichnung drüber und du hast aus Versehen was gedrückt. Oder halt, du hast dich ja vermalt, also verzeichnet. Ja, jetzt zu Danny. Ja, ich weiß nicht, aber ich denke mal, so wie ich in Erinnerung habe, ist es deine erste Zeichnung und dafür ist sie echt top geworden. Echt mega. Schlichte, also schöne Augen. Auf jeden Fall schlicht. Solide Zeichnung. Auf Schwarz-Weiß-Kontrast geachtet. Und auf die Symmetrie hast du auch auf jeden Fall geachtet. Auf jeden Fall weiter so an der Stelle, kann ich nur sagen. Wie gesagt, wir haben hier einige auf den Server, die können dir Tipps geben, die können dir helfen. Das ist, wie gesagt, du musst einfach nur fragen. Dafür ist ja hier dieser Artwork-Chat da. Ne, da pingst du irgendjemanden. Unter anderem hilft auch gerne Maschinen-Raven, die hilft da gerne bei solchen Sachen. Kannst sie ja gerne mal anschreiben. Wie gesagt, sie hilft gerne und ja. Jetzt kommen wir zu Fox Luna. An der Stelle auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen dabei. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und ich hoffe halt auch, dass du dabei bleibst. Ja. Moment, ich muss mir ganz kurz das durchlesen. Okay, ja. Also an sich ist die Zeichnung des Charakters ist sehr, sehr schön geworden, gefällt mir. Mate gefällt mir generell. Das Einzige, was uns halt ein bisschen gestört hat, sind die Verletzungen, also die Narben unterm Auge. Das stört uns halt ein bisschen. Und die Augen sind auch unterschiedlich, wie ich das mitbekommen habe. Also über den. Warte mal, hier steht drinnen, dass das eine Auge Wimpern hat und das andere nicht. Aber hier sind bei mir Wimpern und darunter sind bei mir Wimpern. Wenn man da genau hinschaut, sieht man die. Also da auf jeden Fall echt mega nice geworden. Auch mega, mega, mega. Das Einzige, was mich halt stört, ist halt ganz einfach dieser weiße Rand hier.
Der stört mich extrem. Das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Aber ansonsten echt ein top, top Bild. So, das war's dann für diese Woche. Jetzt kommen wir zu der Auswertung, zu die Gewinner. Ja. Und damit auf jeden Fall. Wo bist denn du jetzt? Hallo? Hallo? Hä? Bin ich jetzt komplett lost? Nein, nein, nein. Was? Ah, hier. Ja, herzlichen Glückwunsch, Kali Mali. Du hast diese Woche den ersten Platz gemacht. An der Stelle, herzlichen Glückwunsch. Es wäre nice, wenn du diese Aufnahme siehst. Die wirst du spätestens morgen, also ich nehme die heute auf und du wirst sie spätestens morgen sehen. Wenn du mich mal privat anschreiben würdest, wäre mega nice, oder ich melde mich einfach morgen bei dir. Ich hoffe, dass du mir antwortest. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. So, jetzt kommen wir zum zweiten Gewinner. Ja, lieber Abu. Wie gesagt, dein 3D-Bild einfach top, einfach Legende, einfach mega geil. Wir müssen uns generell auch nochmal auf jeden Fall unterhalten. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. Denn ich würde einige Dinge, also ich habe einige Fragen und eventuell würde ich sogar so bereit, sogar mit dir einmal ein Interview zu machen. Weil du halt 3D-Kunstwerke machst und mich das auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen interessiert, generell interessiert. Und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Falls du Bock hast auf das Interview, kannst du dich gerne bei mir melden. Wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Abu, herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Ja, Jackie. Wieder mal einfach alles gegeben. Und ich liebe es, wenn Personen alles geben. Ihr gebt generell immer alles. Generell die ganzen Künstler, ich bin von jedem Einzelnen beeindruckt und ich würde am liebsten mit jedem Einzelnen mal reden. Ich habe persönlich mit noch niemand so wirklich geredet, bis auf mit Maschinen Raven habe ich mal geredet gehabt, mit Abu habe ich mal ganz kurz geredet gehabt, mit Fuxi habe ich mal ganz kurz geredet gehabt. Aber ich würde auch, bin ich ganz ehrlich, ich möchte auch die anderen Künstler kennenlernen. Zum Beispiel Jin, genau, mit Jin habe ich jetzt die Tage auch mal ganz kurz geredet, auch ein sehr, sehr netter Kerl. Aber die anderen, von den anderen habe ich leider noch nicht wirklich was gehört. Mit denen würde ich auch mal ganz, ganz gerne in Kontakt treten, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und natürlich einfach Danny, mit der habe ich auch schon geredet, aber mit den anderen leider noch nicht so. Und es wäre auf jeden Fall mal interessant, generell sich mit euch zu unterhalten. Falls ihr auf jeden Fall Interesse habt, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. So, und jetzt Jackie. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den dritten Platz gemacht. An der Stelle wieder eine Top-Leistung. Generell an alle anderen Teilnehmer auch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Falls ihr Interesse habt, eventuell beim Artwork-Event mitzumachen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Schaut gerne vorbei. Lasst ein Like da. Abonniere nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.